Ho, 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 ihr alle da draußen. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, Ihnen allen viele schöne Geschenke zu Weihnachten und mein Weihnachtsbrauch der Familie, die Tradition, war immer, solange mein Vater gelebt hat und auch heute noch, dass zu Weihnachten unbedingt Rippchen mit Sauerkraut geben musste und dazu eine Flasche Bier. Und das war vor der Kirche und vor der Bescherung. Ich wünsche Ihnen alle eine wunderschöne Zeit. Ja, auch ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Was steht bei uns auf der Speisekarte zu Weihnachten? Früher gab es immer Würstchen und Kartoffelsalat, doch da haben wir Kinder uns dann durchgesetzt. Mittlerweile gibt es Raclette und dann wird gebruncht am nächsten Tag. Und das war es eigentlich auch schon. Also sehr figurfreundlich. Ja, auch ich wünsche Ihnen eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit. Und ich kann mich noch sehr gut an das schönste Weihnachtsgeschenk meiner Kindheit erinnern. Und zwar war das damals der prall gefüllte Kaufladen mit der ersten elektrischen Kasse. Das hat damals wirklich das Feeling für einen echten Kaufladen ermöglicht und hat mich damals sehr gefreut. Mein Lieblingsweihnachtslied ist Wham! That's Christmas. Das Weihnachtslied Last Christmas von Wham! Geht mir tierisch auf die Nerven. Meine Lieblingsplätzchen an Weihnachten sind die ganz klassischen und einfachen Butterplätzchen. Schön mit Streusel. Weihnachtsmann oder Christkind? Weihnachtsmann. Christkind. Adventskranz oder Krippe? Krippe. Adventskranz. Lebkuchen oder Spekulatius? Gar nichts. Beides. Der kleine Lord oder drei Nüsse für Aschenbrödel? Drei Nüsse für Aschenbrödel. Der kleine Lord. Erstbescherung oder erst Abendessen? Bescherung. Erst Abendessen. Also wir sind uns wie immer sehr einig. So ist es. So, und zu guter Letzt, wir haben für euch heute das C an Position 7. Ho, ho, ho. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.